Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Elex. So, da vorne ist ein Trönchen, die machen wir kaputt. Na, und tschüss. Sehr gut. Schrotthaufen. Und wir möchten gerne den nächsten Commander besiegen. Der sollte da drüben irgendwo sein, aber ich sehe gerade was Interessantes. Ist das da vorne schon der Eispalast? Bein hat schon der Eispalast sein. Jetzt wäre es halt super, wenn es hier einen Teleporter geben würde. Ein Haufen Schild sind da. So, versteckt an der Seite, ne? Wäre super. Großes Mana-Kraut. Ein Kronstöckel wäre super. Um ganz ehrlich zu sein. Tatsächlich der Eispalast. Schön. Oh, da vorne haben wir was. Ich glaube, das ist wieder ein Phantömchen. Ich glaube, das heizt man wieder ab. Kaya, du darfst. Der ist ein bisschen doof, ne? Keine Munition mehr. Achtung! Ja, Achtung. Geht schon, Kaya. Alter. Saufig. Au. Kaya. Walte deines Amtes, Frau. Fast Glück gehabt. Puh. Ha. Da vorne ist noch so ein Krüppel. Ich habe halt immer noch die Hoffnung, dass hier irgendwo ein Teleporter ist. Das wäre sehr super. War hier gerade eine Pflanze, tatsächlich. Boah, ha, hier bröckelt es auch schon dahin. Schau mal. Da sind viele Einschusslöcher. Da wurde schon mal hart gekämpft. Wie es ausschaut. So, dann werden wir uns jetzt mal ganz fix heilen. Das geht so nicht. Ja, Entschuldigung. Also heilen. Was essen. So. Dann schauen wir, dass wir das eine Phantom auch noch killen können. Nicht gut. Gar nicht gut. Ach, jetzt regt ihn jetzt so auf, Frauchen. Ich glaube, das eine Phantom da unten können wir locker noch besiegen. Nein. Stopp. Halt, stopp. So geht das nicht. So, hier. Passt. Heizt man gerade ab, ne? Achtung! Also ich habe mal kein gutes Ziel. Kaya, du darfst. Ui. Da, jetzt aber. Passt, geht ja. So. Also. Das Viech ist grauslich. Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Vom Aussehen her. Grauselige. So. Dann hätten wir hier mal sauber gemacht, ne? Wie es ausschaut. Kein Teleporter leider. Macht nichts. Wenigstens haben wir hier mal ein bisschen uns umgeschaut. Das ist schon okay. Oh, Metallschrott. Nehmen wir gern mit.
ein paar Eisvögel, die sind ein toller Leckerbissen, also so ein Fleisch halt. So. Zack, zack, zack. Na, würdest du bitte mein Frauchen mit Ruhe lassen? Du Sauvogel. Ja, komm her. Ja, komm. So, geht ja. Da fliegen die Federn, wortwörtlich. So. Das da auch abgenippelt, schön. Und den nehmen wir natürlich auch mit. Passt. Gut. Tap, 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 tap. So. Dann schauen wir uns mal hier oben um. Oh, eine Truhe verschlossen. Die machen wir gleich auf. Sofern es uns... Ja, ist schon gut. Sofern es uns gelingen möge. Ja. Zu einfach. Schaut gut aus. So. Goldbrocken und gute Gabel. Nehmen wir alles mit. Warum tut man eine gute Gabel verschließen? Das weiß ich nicht. Ich verstehe es nicht. Vielleicht hat es jemand zum Haarebürsten verwendet. Oder die glauben wirklich, dass mal eine so gute Gabel was wert wird. Kleiner Heiltrank, guter Löffel, Zigarette und Metallschrott. Gut. Gut. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? In der Richtung gibt es jetzt noch insgesamt 3 Commander. Aha, ein Kampfmaschinchen, okay. Das heißt, wir speichern sofort wieder. So. Und schauen uns das Ganze mal von nahem an. So. Da kommt schon mal der erste Hampelmann. So. Passt. Aha, da haben wir auch noch ein Viech. Wie gesagt, wir müssen sowieso alles plätten. Schneeklaue. Au. Ist erledigt. Wie gesagt, wir müssen alles plätten. Wir brauchen die Erfahrungspunkte. So, da schaut es ruhig aus. Dann schauen wir mal. Halt. Eine Kristallratte. 2 sogar. Oder ist es eine Schneeklaue? Schneeklaue. Ui. Der singt so traurig hier, ne? Immer. So, mal schauen. Aha, da kommen sie alle. Okay. Da kommen sie alle. Frauchen, du darfst ruhig ballern. Was, der ist erledigt. Der schlimmste von allen. Ui, 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 ui. Okay. Da war ein Commander dabei, das habe ich nicht gesehen. Okay. Gut, dass wir da in der Nähe gespeichert haben. Das heißt, ich muss der härtere Geschütze aufziehen. Okay. Einmal darunter. Das können wir nochmal machen. Den können wir nochmal plätten. Komm her. Da müssen wir dann kurz mal die Seite wechseln, dass wir die Kampfmaschine vielleicht den großen halt, ne? Dass wir den wegbringen. So. Den klatschen wir auch nochmal weg. So. Passt. Dann looten wir die beiden davor noch schnell. Da war eh nichts, nein. Also einmal. Und zweimal. Dann wird einmal geheilt, was zwar nicht viel bringen tut, das aber geht so nicht. Ja, okay, dann halt nicht geheilt, dann tun wir halt was essen. Dann wird gespeichert, genau.
So und so. Dann als nächstes wird gebufft. Und einmal mit Feuer. Mit ein bisschen Glück. Es geht los. Holen wir vielleicht nicht alles. Keine Munition mehr, Gott sei Dank. Okay, der ist jetzt schon mal erledigt, das ist sehr gut. Energie bitte. Alter. Passt. Au. Das lief jetzt aber wesentlich besser. Das muss ich schon sagen. Gruselig. Ja, ja. Das lief jetzt wesentlich besser. Kommandant Ferek. Gut, dann haben wir jetzt auch erledigt. So. Passt. Fein, fein. Du musst auch gelootet werden, du Schrotthaufen. Kampfkoloss heißen die immer, ne? Ich sage immer Kampfmaschine. Naja. Also Spielstand speichern. So. Ja, das lief gut. Gut. Und weiter. Dann schauen wir mal, was da im Stübchen ist. Oh, einmal eine Truhe. So, nein, das war falsch. So und so. Okay, das passt. Zu einfach. Naja, es geht. Elektroschrott und 25 Elixit. Das ist mal was, was man verstecken kann, was man verschließen kann. Das passt. Halt, da ist noch was. Elektroschrott. Okay. Okay. Ui, Alter. Jetzt habe ich gedacht, hä? Wo kommen die jetzt her? Ich wollte mich gerade heilen. Vergiss das. Ich wollte mich doch gerade heilen. Daraus wird nichts. Daraus wird nichts, weil ich jetzt kein Mana mehr habe. So, wie jetzt. So. Einmal gepflegt heilen. So. Halt, da ist noch was zum Looten. Passt. So, das hätten wir mal. Gut. Das könnte man einmal speichern wieder mal. So, dann wäre da unten noch den einen Commander, können wir uns direkt hinporten. Und da müssen wir da oben schauen, wo sind die beiden. Das wäre Kamot hier hin und dann die beiden auszuschalten. Das heißt, wir porten uns mal dahin. Und dann porten wir uns zum oberen und das müsste passen. Also hier, da vorn. Aha, okay. Also erstmal über die Brücke. Haben wir die nicht gelootet? Tatsächlich. Schneeklaue, eine leere Truhe. So weit waren wir aber schon. Hab die nur vergessen zu looten, scheinbar. Okay. Aha. Okay. Schlagen wir gemeinsam. Bitte. Au, aufpassen. Zack, 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 zack. Da haben wir ihn schon, den Commander. Können wir da ausweichen. So. Au. Ja, ja, das habe ich schon befürchtet gehabt. Ui, 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 ui. Mal schnell gegenheilen. Oh! Alter! Ja, das war ein Schuss in den Ofen. Alter. Okay. Alter, Ende. Ja, das war klar. Da habe ich Blödsinn gemacht. Okay, ich dachte, das könnte ich jetzt so machen wie so ein Ninja, ne? Nicht so wirklich. Das war sehr Ninja untypisch.
Also noch behinderter hätte ich es nicht machen können. So, okay. Also nochmal. So. Ja. Noch einmal. Okay. Ich werde jetzt versuchen, den Kerl so zu pullen. Nach Möglichkeit. Also zuerst einmal heilen wieder. Mana. Und das hier. Dann natürlich speichern. Also das muss ich wieder drüben starten. Ich will versuchen, den jetzt so irgendwie zu triggern, dass nicht unbedingt die anderen mitkommen. Ob mir das gelingen wird, ist die Frage. Versuch macht klug. So. Also einmal looten. Zweimal looten. Dreimal looten. Zack. Na, warte. Der ist erledigt. Au. Komm, Energie. Energie, bitte. Ja, der hat einen Bug gehabt, scheinbar. Wow. Also. Ja, ja. Der hatte gerade einen Bug, irgendwie konnte ich ihn auch nicht anvisieren. Das passt mir jetzt gerade überhaupt nicht. Dass ich hier so herumfehle, das stört mich jetzt gerade. Mist. Ich dachte, das geht geschmeidiger. Dem ist wohl nicht so. 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 Oh, das sind sogar 4 zum Looten. Hoppala. Ja, sieht's gut, dass ich so oft gestorben bin. So konnte ich den jetzt auch noch mitnehmen. So und so. Das muss ja irgendwie gehen, Herrschaftszeiten. Es geht los. Geht nix. Oh, jetzt. Na, was ist jetzt? Alter, die Energie ist immer so wenig. Würdest du jetzt mal... Ich weiß nie, warum die Energie... Ich schwöre, diesen einen Debuff oben, ne? Mann, jetzt wäre das so schön gewesen. Es ist ärgerlich. Es geht los. Alter, na, die Wand. Was, das hätten wir mal geschafft. Au. Komm schon, Energie. Lass mich nicht immer hängen. So, geht ja. Puh. Ah, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Haben wir jetzt alles? Nein, hier ist noch einer. Haben wir jetzt alles? Nein, da ist noch einer. Jetzt haben wir es. Gut, können wir speichern. So. Und weiterschauen. Da müsste auch wohl eine Kampfmaschine sein. Das war verkehrt.
Weg, 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 weg. Kaya, mach was. Jucket. Oh. Ein Schleim-Dingsviech. Es geht. Geht ja. So, tot ist tot. So. Fein, fein. Was haben wir denn da? Na. Den mache ich nicht kaputt. Da tut dir kein was. So. Mitnehmen, mitnehmen. Jawohl, und eine Truhe. Sehr gut. Dann schauen wir mal, ob wir die aufbringen, ne? Das war wohl nichts. Ja, ja, schon gut. Das war wohl nichts. Jawohl, also zuerst die vier oben. Dann den Rest unten. Zu einfach. Naja, es geht. Energiespeicher, Elixit und Plasmazellen nehmen wir alles mit. Selbstverständlich. Gut. Das ist wieder speicherungswürdig. Dann können wir uns jetzt raufbohren und versuchen, die letzten beiden Commander auszuschotten. Auszurotten, wollte ich sagen. Gefährliche Gegend. Auszuschotten, jawohl. Das ist das neue Modewort dafür. Also. Das könnte aber ein bisschen knifflig werden, da die beiden ziemlich nah aneinander stehen. Werden wir sehen, wie wir uns so schlagen. Nicht. Der sauft Mana schlimmer als Alkohol, echt. So. Stimmt, da wir schon wieder hier in der Gegend sind, sollte man das nochmal speichern, gepflegt. So. Da haben wir ein Eisschnäbelchen. Ah, hier sind wir, ich verstehe schon. Zack, zack. Passt. Lecker Fleisch. Dann geht's hier rauf. So. Okay, die spalten sich ganz schön auf. Dann würde ich sagen, probieren wir unser Glück zuerst da vorne. Passt. Das lief hervorragend. Jetzt haben wir schon mal ein gefährliches Etwas ausgeschalten. Können das auch wieder gepflegt speichern. So. Und dann können wir versuchen, da rein zu marschieren. Oder darauf. Ich bin da. Das wäre mir sehr lieb, wenn du da wärst. Ui, da haben wir schon den ersten. Na na, würdest du bitte draufschlagen? Am besten noch bevor du eingehst. Was, der ist auch erledigt. So. Sehr gut. Das ging gut. Oh, Entschuldigung. So. Sehr, sehr gut. So. Was bist denn du? Achso, der Eisschnabel. Hoppla. Gut, den hätten wir. Dann können wir oben sein Häuschen, also sein Posten noch durchschauen, ob wir was Praktisches für uns finden. Mhm, einen Haufen Gegner wird es auch noch geben, das ist sehr erfreulich. Piep. Alter. Bombe, ha? Huh? Da ist nix. Brauchen wir nix. Ist eh wurscht, brauchen wir nix. So, dann speichern wir das wieder. Wir sehen die anderen beiden da links von uns. Nach Möglichkeit.
Kuckuck. Wind. Oh. Daraus wird nichts. Ja. Entschuldigung. Bleib hinter mir. Was zum Teufel war das jetzt? Alter. Okay, der ist zornig. Okay, ich muss weg. Irgendwie hat das Jetpack gerade nicht funktioniert. Puh. Ich müsste echt mal pennen gehen. So. Dann schauen wir uns hier kurz um. Hier liegt auch nichts von Wert. Gut. Aha, da unten wären noch Gegner. Vorsicht! Ja, ich laufe schon mal in Sicherheit. Vielleicht kann Kaya da was machen. Das geht so nicht. Na, warte. Jawohl. Gutes Mädchen. So. So, mal schauen, was wir da unten haben. Ich habe mir eingebildet, dass wir schon mal waren. Ich glaube schon, oder? Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Gleich. Es fehlt noch ein Commander. Den müssen wir noch machen und dann können wir abhauen. Und der scheint da drüben irgendwo zu sein, auf der anderen Seite. Da drüben? Da drüben. So, das heißt, wir laufen wieder ein Stückchen. Dass ich die übersehen habe, ist auch irgendwie interessant. So, die muss ich auch noch looten. Hoppala. Die habe ich auch übersehen. Da liegt auch was. Eine Energiezelle. So, hoppala. Lalila. Ein Dieterich. Eine verschlossene Kiste. Nein. Zack, 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 zack. Jetzt passt's. Zu einfach. Naja, es geht. Elektroschrott und Elixit nehmen wir natürlich mit. Oh, stopp. Halt, stopp. Heilen. Wenn noch möglich. Daraus wird nichts. Ach komm. Dann schauen wir mal ins Inventar, ob wir noch irgendwelche Heiltränke hätten. Heiltränke sage ich, also für Mana halt, ne? Oder wir boarden uns sowieso jetzt mal weg, schlafen mal eine Runde. Kampf, Berserker konnten wir schauen, dass wir hier die Magie erhöhen könnten. Wir hätten genug Kohle. Müssen wir zum Berserkerlehrer gehen? Könnten wir hier das lernen? Wir haben einen Lernpunkt. Können wir unsere Magie wieder ein bisschen aufpushen? Spruch Giftaura. Was kann die? Schaden pro Sekunde 5, Effektdauer 10. Ist ein AOE oder was? Mhm, ist ein AOE, okay. Na, würde ich sagen, Mana wäre cool. Mana zu lernen wäre echt cool. Wobei auch hier mehr Damage sehr verlockend wäre. Wo ist denn hier der Port? Ist schon ein Stück zu laufen, aber ehrlich gesagt ist mir gerade wurscht. Wir porten uns zur Schmiede, weil ich glaube, das ist am nächsten vom Berserkerlehrer.
Das machen wir jetzt noch schnell in dem Part, das ist dann wieder ein bisschen Überlänge. Aber egal. Halt, wir könnten auch pennen gehen. Es ist zwar morgen schon, aber schlafen wir mal bis Mittag. So. Ja, das tut gut. Dann wollte ich die Mana-Sachen, also die Mana-Tränke bauen. Falls möglich. Mächtig, mächtig, mächtig. Heilung. Heiltrank. Großer Mana-Trank. Mana-Trank. Mana-Elixier. Mana-Tränklein. Mana-Kraut hätten wir nur 3. Da hätten wir 6. Okay, kleiner Mana-Trank. Okay. Mana-Trank. Da machen wir auch noch 3. Passt. Für einen großen Mana-Trank, da fehlt uns der Schnaps schon wieder. Und Mana-Pflanze hätten wir nicht genug. Okay, passt. Wie schaut es da noch mit Heiltrank aus? Da könnte man noch 2 machen. Passt. Schließen. Okay. Dann platzieren wir wieder den Mana. Nicht gerne gesehen. Ach, jetzt hör auf zum Sempern. Den Mana-Trank packen wir wieder hier hin. Gut. Jetzt gehen wir schnurstracks zum Berserkerlehrer und lernen, dass unsere Mana-Attacken wieder mehr Damage machen. Ist, glaube ich, schlauer. Ich glaube schon. Es wäre zwar auch schön, mehr Mana zu haben, aber das machen wir dann, wenn wir wirklich die Lernpunkte übrig haben, würde ich sagen. So, halt. Da ist auch noch eine Pflanze. Ein Trollkraut, glaube ich. Ja. Genau. Ist mir nie aufgefallen. Ich glaube, weil wir einfach nie hier durchgelatscht sind. Ich glaube, das bist du jetzt, ne? Nein, du bist ein Werker. Dann ist er da drinnen. Hallo. Kaldrim. Gib mir Mana für Nana. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Gut. Magie wäre super, bitte. Ja. Da bräuchten wir Gerissenheit 70 fürs Letzte. Lassen wir mal. Sparen wir mal die Attributspunkte auf. Und gut ist. Passt, das hätten wir. Dann bohren wir uns nochmal zurück in die Eisregion da oben. So. Na komm. Ja, bitte. Und dann lassen wir es gut sein für heute. Passt, da können wir dann die Straße entlang laufen. Da müssten wir eigentlich theoretisch gut zu dem Trottel hinkommen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Nicht gut. Wünsche euch. Gar nicht gut. Ja, was soll ich denn machen, Kaya? Wir müssen aufhören für heute. Der Part ist sonst viel zu lang. Also, nochmal. Ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.